Eisige Poppy mit einem neuen Video. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich habe gerade im Bett gelegen. Ich bin gestern weg gewesen, habe ein bisschen gefeiert und bin jetzt aber gerade so am Aufwachen gewesen, weil ich ja jetzt noch gleich arbeiten gehen muss und der Postbote geklingelt hat. Und ich hatte mir eigentlich ein Spiel bestellt, und zwar für die PlayStation. Und habe das eigentlich auch heute erwartet und dachte jetzt auch, dass das ist. Und habe hier eben das Paket und will da reingucken und denke mir, was ist denn da drin irgendwie? Und ich war auch irgendwie verwirrt, weil eigentlich war das angekündigt über Hermes. Das hat jetzt aber irgendwie eine normale Postbote gebracht. Das ist mir dann vorhin gar nicht so richtig klar gewesen. Jetzt gucke ich da gerade rein und entdecke erst den Brief, dachte ich, naja, Rechnung irgendwie. Und rein und ziehe dieses Teil und denke mir, was haben die mir denn da geschickt? Haben die das verpeilt irgendwie bei der Bestellung? Haben die das bei eBay gekauft? Und habe es überhaupt nicht erkannt, was das sein soll. Und mache hier den Brief auf und da steht was, was ich gar nicht erwartet hätte. Hallo Sigi Pop, Matthias. Und ja, ich bin wirklich total sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da hat jemand ein Video von mir gesehen, mein EDC-Video, und hat mir eine Powerbank geschickt. Ich lese mal vor, was er mir geschrieben hat. Nachdem ich gerade auf YouTube dein neues Video EDC-Update gesehen habe, war mir klar, dass ich da ein Päckchen schicken muss. Smiley Face. Ich habe da was an Opinel im EDC recht gut ersetzen könnte. Von der Leistung her ist diese Powerbank zwar keine große, aber ich habe sie bei mir in der EDC und lade damit mein iPhone 6, wenn der Akku mal wieder leer ist. Eine Komplettladung bekomme ich damit hin. Okay. Um tagelang eine Tour in puncto Stromspeicher zu überstehen, ist es nichts. Da wirst du aber in Größe nichts Passendes finden. Ja, das habe ich auch schon befürchtet, dass das da eben nicht reinpasst. Wer nicht weiß, worum es redet, ich blende mal hier noch einen Link oder irgendwie ein Video dazu ein. Ich hatte ein EDC und da habe ich zwei Messer drin und das eine Messer soll noch raus und ich wollte eine Powerbank reinmachen, damit ich mein Smartphone tagsüber mal laden kann oder zumindest mal ein bisschen laden, nachladen kann, wenn es mal leer sein sollte, wenn ich unterwegs bin. Jo, das hat jetzt jemand gesehen und ist mir zuvorgekommen und hat mir diese coole Powerbank geschickt. Bei der Gelegenheit muss ich noch loswerden, dass ich deinen Kanal super finde, genau die perfekte Mischung. Mach bitte weiter so, gerne auch mal wieder eine Geocaching-Tour. Ja, das stimmt, da wird es wieder bald Zeit dafür. Da hast du recht. Gefunden habe ich dich, blablabla, Anfang August, über Google habe ich angefangen. Gefunden habe ich dich im August 2014 über Google, als ich mit Geocaching angefangen habe und auf YouTube Infos gesucht habe. Meine Tochter findet deine Cache-Touren mit Amy Pop hervorragend und schaut sie recht oft an. Das freut mich. Herzliche Grüße von Lina und Emmy. Werde ich natürlich ausrichten. Falls du mal Richtung Oberfranken, Coburg und kommen solltest, dann kannst du dich gerne melden. Liebe Grüße, Stefan. Dann auch Hinweise, wie ich ihn finden kann unter der Geocaching-Seite, genau. Und die YouTube-Seite hat er auch. Schaue ich natürlich gleich mal rein und verlinke ich dann auch unten in die Infobox. Folge. Also, ich bin wirklich baff. Ich habe gerade mit einem PlayStation-Spiel gerechnet. Jetzt habe ich hier so eine Powerbank bekommen. Es ist total geil, ich freue mich voll. Vielen lieben Dank, ey. Lieber Stefan, ich verrate mal nicht weiter, wie du heißt. Ja, schauen wir doch einfach mal rein. Genau, hier um den Platz geht's. Da ist aktuell das Opinel drin, das ist voll raus, weil ich habe ja das Schweizer Messer drin. Das muss nicht sein, dass da zwei drin sind. Und das ist tatsächlich so, wie es der Stefan geschrieben hat. Die passen wirklich, das ist perfekt, also besser geht's nicht. Wow, das ist so cool. Kurzes kleines USB-Kabel, das kommt, denke ich mal, hier vorne dann rein. Genau. Ja, perfekt, hey. Wie geil ist das denn? Wo ist mein Telefon eigentlich da drüben? Schauen wir doch gleich mal, ob das auch schön lädt. Also hier ist wahrscheinlich der Knopf für die Ladeanzeige. Ich glaube, das Kabel muss ich woanders reinmachen. Jetzt machen wir es nochmal raus. Ich bin immer noch total sprachlos. Das ist total der Knaller. Ja, habt ihr gesehen? Geht sofort an.
lädt. Mein Akku ist jetzt voll, ich habe es gerade geladen die ganze Nacht, aber das ist ja der Oberknaller. Wie geil ist das denn? Ich glaube, das kommt einfach da so unten drunter. Was soll ich sagen? Hab's ja schon gesagt. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Du hast mich echt überrascht. Wen es interessiert, was für eine Powerbank das ist. Das ist von My Game Rules, die Police. Gut, der Name hätte jetzt nicht sein müssen. Aber nee, wirklich, wirklich obercool. Bin sehr dankbar. Das freut mich wirklich. Ach, hier ist auch nochmal ein User Manual. Ja. Anstecken, laden. Das braucht man nicht dazu wissen. Ist doch immer wieder lustig, ich hab auf was ganz anderes gewartet und krieg hier so ein cooles Geschenk. Ich bin total sprachlos, gleich Kamera angemacht, ich muss gleich ein Video dazu drehen. Ja, danke fürs Reinschauen, Daumen hoch, nicht vergessen, bewerten, kommentieren und wer Lust hat, abonnieren. Dir Stefan nochmal vielen Dank, ich schreibe alles unten in die Infobox, euren Kanal und alles. Dann können die Leute da auch mal drauf schauen, wer das war, der mich da hier so glücklich beschenkt hat. Also halt die Ohren steif, bis dann, ciao.